Achtung. Ich hab ihn. Nice. Also wenn er das überlebt hat, dann können wir mal diese Fliegentüs wieder oben killen. Jo. Danke. Welcome everybody to my first gameplay video of Hunt Showdown. As always, there are timestamps in my videos, so if you want to skip the part where I shortly explain the game, check out the description and the pinned comments. Hunt is a PvEvP game where 5 teams of 2 players each try to collect and extract a bounty from a certain monster. You need to collect clues, like this one. This will grey out the map until only the boss location remains. Right here we have one clue, and picking up our second one will grey out the area on the right. You can keep track of the number of clues you already collected in the top left corner. The top left corner also shows you the boss you are hunting. With the dark vision, you can see the location of the clues. If the clue is pretty far away, you have to pay extra attention to even see it. It's this little blue glimmer right here. Death in Hunt Showdown is permanent. You will lose every piece of equipment and the progress from your hunter. This does not influence your bloodline, but still, it's pretty painful to die in this game. The huge penalty makes combat in this game unbelievably intense. I will quickly explain my loadout right now. My hunter is not yet maxed, so the loadout is limited to what a medium level hunter can equip. As my main weapon, I've chosen the Caldwell Rifle 78. A shotgun that can fire twice before you have to reload. Shotguns are in close quarter combat extremely deadly. My secondary weapon is a Nagant M1895 revolver. Although the damage is more on the lower end, this weapon is pretty accurate. Later on, I will be able to learn perks to equip 2 primary guns, so the revolver will probably be replaced with a rifle. As you might imagine, my loadout has a heavy focus on short to medium combat. You should always buy a melee weapon to get rid of normal zombies. You can charge your melee weapon to make an even more deadly swing, which kills every zombie in one hit. Killing them silently is a key element to not get spotted easily by other players. As you saw in the opening clip, you can carry consumables with you. I always take at least one explosive with me because blowing up stuff is always awesome. Getting hit by an explosion is almost always an insta-kill. Another must-pick is the first aid kit. It has 5 charges and restores one of your health bars. Although, if you get revived or you lose one of your health bars to fire, even the first aid kit can't restore the lost health bar. On top, I have a stamina shot with me, quite handy to melee a lot of zombies with charged melee attacks. Most of the time I forget to use it. My hunter has currently 2 perks, Physician, which lets me bandage more quickly, and Determination, which helps me with my stamina recovery. There are way more perks out there, but for now, this is what Benedict, my current hunter, has equipped. Keep in mind that this game is currently in closed alpha. This means that a lot of stuff might change, and you shouldn't be too worried about seeing 1 or 2 bugs in my gameplay. And no, my shitty aim is not a bug, it's a feature. That's it, enjoy the game. Since I played this time with Jules, the commentary is in German, but you know me, I added a few subtitles just for you. Alles ist close. Also ich würde hier close warten, ne? Yo. Das ist so verdammt close. Das muss ja quasi hinter dem Wald sein. Ja. Ja, hier läuft jemand. Hier läuft jemand. Hat gerade auch Cross getriggert. Ist aber nicht hier unter uns, oder? Hier Richtung Nordosten unter uns. Ja, da ist hinten Leiter hoch, wo wir gerade gecampt haben. Da, wo der das Objective war.
Nein. What the fuck? Denk dran, die Leute nochmal sind üden. Alter. Ich sehe Movement. Movement im Wald. Ah, ne, das ist ein. Ich habe nur eine Shotgun. Ja, nee, ne? Ein Zombie. Oh mein Gott, sind hier Shells? Hier sind Shells. Yo, boy. Hashtag No4. Ich sehe einen hinten in dem kleinen Hütchen 285. Ja, kommt der hierher oder? Was macht der? Geh ich mal von aus. Warte mal. Der ist oben in der Hütte drin, glaube ich. Ja, ist oben in der Hütte drin, ist jetzt runtergedroppt. Ist auf den geschossen worden? Achso, du schießt da. Ja, ich hab jetzt einmal. Ich weiß nicht wo. Ah, hier bei mir direkt. Keine Ahnung, wer mich gekillt hat. Hab ihn. Da ist noch irgendwo einer. Ja. Ich seh ihn. Der ist runtergefallen, ich kann nicht aufheben. Nice. Der ist unter uns. Okay. Ich heil mich gerade. Fuck! Ach, das bist du. Alter, ich hasse das. Der kann jetzt halt hier überall hochkommen, ne? Ja. Er ist tot. Wo ist er denn? Oh, Alter. Ne, das ist krass, ne? Ja, diesen blauen Schimmer sieht man echt schlecht. Aber hier muss noch einer gewesen sein. Ich weiß. Einen habe ich erwischt und einer ist unten. Also ich habe eigentlich beide erwischt. Ich weiß halt nicht, ob der, den ich ganz zu Anfang gesehen habe, ob das einer von den. Also der hier mit dem roten Shirt war es nicht. Der hier unten hat. Was hatte der für ein Shirt an? Grünes. Weißes. Oder sowas. Das siehst du von hier drüben. Hier. Weiß. Ja, weiß. Ja, dann war der das. Okay. Alter. Ich hab 5 Kills, ne? Ja, ich hab gar nichts. Also den verbuche ich jetzt unter mein Konto, ne? Den Zombie, das zählt nicht. Dann sind noch 3 Spieler. Komm schon, gib mir den Server Allkill. Wow. Alter, die Scheißvieh. Seid so schnell. Oh, es ist außen. What the fuck? Das kann auch außen sein. Machen wir hier die Tür zu. Ganz gediegen. Wow. Hinter dir. Bei mir, ja. So aufpassen, dass ich dich nicht wegbrezel. Bin ich am Bluten. Ist das nicht Poison? Nee, ich war auch am Bluten. Keine Ahnung, weil ich vielleicht hier drin war. Vielleicht hat die mir Bleeding gegeben. Es kann sein, dass du vielleicht eine Pellet von meiner Shotgun abbekommen hast. Ach so. Ich habe etwas knapp geschossen. Wollen wir mal hoch? Ja. Ich möchte eigentlich, dass wow. Alter! Ist sie gerade an mir vorbei. Ich halt direkt durch mich durch, ey. Ich würde gerne, dass die oben stirbt, ehrlich gesagt. Jetzt du! Handy Bitch. Ist die außen? Jetzt hab ich nichts geladen, ey, ich bin kurz. Au!
Das war ein guter Hit. Sollte vielleicht aus dieser Suppe rausgehen. Bei mir, glaube ich. Ich will nämlich keinen Balken jetzt zum an Poison verlieren, deswegen. Hab's. Oh, wow, 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 wow. Alter, das macht mich noch immer ganz. Ich sehe nichts, ich höre nichts, aber naja, das muss ja nichts heißen, ne? Ich sehe auch nichts. Wir rennen dann hier gleich raus auf den Steg, ne? Dann jo. Volle Kanne, go, 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 die Richtung. Kein Bock? Achso, jo, let's go. Yo, Boys. Hello, hello, Boys. How you doing? Fuck, wollen wir nicht da links rumgehen? Da waren doch Schüsse die ganze Zeit. Ja, meinst du, die würden da bleiben? Ja, was ich alles im PUBG gesehen habe, was die Leute getan haben. Hast du mal wieder recht. Da links. Extracten wir uns über das Boot? Ja. Also ich sehe schon, wir warten so irgendwo und ich werde gleich wieder geone-shottet durch irgendwas. Whee! Alter! Give me that. Yeah. 10 Sekunden, gar kein Problem. Oh, hier steht ein. Eine Bitch. Boah. Oh. Wow, Alter, das habe ich noch pfeifen gehört. Wie geil. Also war wirklich noch jemand am Leben. Wie, hast da jetzt nicht du geschossen? Ich hab. Nee, den ersten Schuss, den ich gesetzt habe, den hat die. Das hat die Tuse gekillt. Danach kam so ein Pfeifen. Das war nicht ich. Jetzt verarschen. Das war nicht ich. Oder dieses Pfeifen kam einfach 5 Sekunden nach meinem Schuss. Nee. Alright, thank you for watching the first episode from Hunt Showdown. This game is amazing and I will continue to produce more Hunt content in the future. Don't worry, the other playlists will continue as well. If you enjoyed the episode with my editing, don't forget to subscribe. If you want to support this small channel, feel free to share the video. On the right are 2 videos that you might enjoy. See you guys in the next episode. Until then, have a nice day and bye bye.